Moin, Carsten hier mit einer neuen Folge Carsten on Tour. Jetzt werde ich nochmal an diesem schönen Abend eine Tour zur steilen Küste machen, zu einem Aussichtsort oder einem Aussichtspunkt in der Nähe einer Ortschaft namens Hafthagen. Laut Karte gibt es dort auch einen Abgang, so dass man sowohl oben auf der steilen Küste fotografieren kann als auch unten. Und da werde ich mich jetzt auf den Weg hin machen. Bis dahin gibt es jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Ich hoffe, dass die steile Küste dann wunderbar in dem Licht der untergehenden Sonne aufleuchtet. Mal gucken, inzwischen zieht es sich leider wieder ein bisschen zu. Aber da werde ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen, sondern erst in einer halben Stunde. Jedenfalls glaube ich, dass ich so lange dazu brauche, bis ich dann an dem Ort bin, den ich mir da auf der Karte ausgesucht habe. Ich bin hier an diesem Ort angekommen, der als Aussichtspunkt auf der Karte markiert war, und das ist ja ein bisschen traurig. Ein verkohlter, scheinbar hat hier jemand den Tisch als Grill benutzt. Und dann haben wir hier hinten den Aussichtspunkt, der leider weitestgehend zugewachsen ist. Da hinten sehen wir die Küste. Gegenüberliegende Küste Grömitz und eine der größeren Roro-Fähre oder der größeren Fähren, die da hinten wahrscheinlich gerade Lübeck anlaufen. Also von hier aus gibt es definitiv kein Motiv, was ich jetzt einfach so entdecken kann. Ja. Da will ich mal hoffen, dass ich hier noch irgendwo an die Küste runterkomme, um wenigstens die in das Licht der untergehenden Sonne getauchte Steilküste aufnehmen kann. Da vorne ist eine Umgebungskarte. Aber ich glaube, ich werde hier mal OpenStreetMap bemühen, zu gucken. Hier ist irgendwo eingezeichnet, direkt hier neben dem Aussichtspunkt, der ja eher weniger Aussicht bietet, gibt es einen Weg runter. Wenn ich das hier richtig sehe, müsste das hier der Weg zur Steilküste sein. Und den werde ich jetzt auch mal. Hier ist irgendein Bach. Steilküste, Vorsicht, Absturzgefahr. Nicht klettern. Ach, wer hätte das gedacht? Hier bei diesem, echt doch, das ist ja sogar fast befahrbar. Hier plätschert ein kleines Gewässer, ein kleiner Bach. Findlinge
zwischen denen sich der Bach entlang schlängelt. Und das sieht hier aus, als ist es hier mit Betonplatten, mit so Betonplatten ausgelegt. Und man kommt hier bis an die Steilküste runter. Die Karte hat nicht gelogen. Oh ja. Das ist nett hier. Das Bächlein versickert dann einfach hier und fließt so zwischen den Steinen in die Ostsee. Na super, jetzt zieht sich erstmal eine Wolke vor den davor. Aber das macht nichts. Die kommt auch wieder raus und ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, das ist wirklich ungefähr so das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist ja großartig. Die Abendsonne. Jetzt so langsam zum Beginn der goldenen Stunde auf dem gelben Stein mit einem wunderbar geschwungenen Bogen da vorne. Das ist ja schon fast ein perfektes. Da braucht man eigentlich gar nichts machen. Das ist irgendwie schon eine perfekte Komposition. Einfach so aus dem Nichts Kamera hinstellen und kann man das noch nach vorne nehmen? Nee, ich nehme das mal ein bisschen. Und zwar so, dass ich den Steinhaufen mit den großen Findlingen unten rechts im Bild habe und dann die geschwungene Küstenlinie links ins Bild rein. Das ist, jetzt muss ich nur das ausrichten. So könnte das hier. Der Kugelkopf vom Peak Design Stativ ist manchmal etwas fusselig zu bedienen. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen Poolfilter drauf haben. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch mal den Filteradapter da drauf machen. Aber erstmal Aufnahme. Ich weiß nicht. Na, da gefällt mir aber jetzt der Filzblock da nicht. Und jetzt gehen wir nochmal in die Langzeitbelichtung. Ich glaube hier in diesem. Jetzt hänge ich hier noch an dem Mikro. Na gucken, ich kriege natürlich jetzt hier keine Reflexionen aus dem Wasser. Aber ich könnte dieses Wasser jetzt einfach mal komplett glatt ziehen. Einen Gradientenfilter brauche ich hier definitiv nicht. Aber ich hau da mal 10 Stops rein. Ich war bei einer 250. Das heißt ND 1000, das heißt wir kommen auf 4 Sekunden. Das ist mir eigentlich zu wenig.
Ich würde da lieber so 1,2 Minuten haben. Das heißt, ich muss definitiv mit meiner Basisbelichtungszeit runtergehen. Und wahrscheinlich mit zwei oder drei Filtern arbeiten, weil es einfach noch zu hell ist. Deshalb werde ich jetzt hier die Einstellung mal ein bisschen ändern. Ich gehe jetzt hier mit auf ISO 100. Moment. Dann wäre ich bei einer 40. Und das mit 10 Stops. Wären 25 Sekunden. Damit bin ich ungefähr in dem Bereich, der interessant wird. Die Sonne steht noch hoch genug. Ah, jetzt läuft der Angler da rein. Na gut. Der wird sich wahrscheinlich verwischen. Ich glaube, da werde ich jetzt mal noch einen 3-Stop-Filter davor packen. Und dann bin ich bei einer Belichtungszeit von 3 Minuten 24. Hoffentlich ist dann auch das Licht wieder da. Sonst wird das in der Nachbearbeitung immer so fusselig. Du Scheiße, der war an. Hoffentlich habe ich jetzt noch Batterien dabei. Der ist auch an, das ist ja nicht zu fassen. Jetzt ist irgendwie das L-Bracket im Weg. Komposition steht noch, auch nach den ganzen Umbauten. Und so, das ist jetzt eine ziemlich lange Belichtung. 3 Minuten 24. Damit sollte das Wasser komplett glatt werden. Der Angler wird wahrscheinlich auch verschwinden. Auch die Leute, die mir durchs Bild laufen, werden irgendwie verschwinden. Bei der langen Belichtungszeit ist es irgendwie nur ein kleiner Schatten, der da durchhuscht. Gespannt bin ich mal, was mit dem Drachenflieger da oben passiert. Nee, ich hatte nicht mit Ihnen gesprochen. Ich mache ja eine Tutorialaufnahme. Was mit dem Drachenflieger da hinten passiert, bin ich mal sehr gespannt. Der steht ja relativ stabil. Das heißt, der wird sicherlich irgendwie einige interessante Schatten irgendwie bei der Belichtung werfen. Und dann muss man mal gucken, den werde ich dann wahrscheinlich wegixen müssen. Na, 40 Sekunden noch. Ja, hervorragend. Okay, selbst der Drachenflieger da oben ist nicht stabil genug gewesen, um überhaupt aufzutauchen. Ja, da an der einen Stelle kann man ahnen, dass da noch der Angler steht. Und das Meer ist komplett weich. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme machen, bevor die Sonne weggeht.
vielleicht hätte ich auch die Kamera einschalten sollen. Okay, nochmal. Ich habe jetzt ein Foto in die andere Richtung gemacht. Direkt in die untergehende Sonne. Was heißt untergehende Sonne? Die steht noch relativ hoch am Himmel, aber die Wolken davor sind ziemlich spektakulär, vor allem bei einer Langzeitbelichtung. Leider wird das Wetter zunehmend schlechter. Der Wind hat deutlich aufgefrischt und es fängt inzwischen auch an zu regnen. Nicht mehr nur ein leichter Nieselregen, sondern es wird ein bisschen stärker. Wenn das noch stärker wird, werde ich hier wahrscheinlich abbrechen und mich dann auf den Weg nach Hause machen.